Servus, liebe Schiffer-Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video von euren Smokebusters. Und das wird schon wieder kacke. Ich Junge! hab vorhin schon wieder was gesagt. Ich habe vorhin zu euch auf eurem Lieblingskanal. Auf euren Lieblingskanal, Herr Was ist denn mit dir? Servus, liebe Schiffer-Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video auf diesem Kanal. Heute geht's mal wieder um ein Tabakvideo und zwar um eine wahrscheinlich recht geile Sorte, so vom Namen her. Blu-ray heißt das Ganze, ist aus dem Hause Ottermann und soll schon mal vorab gesagt nach diesen, ja, wie heißt Powerade. Powerade, diesen blauen isotonischen Getränken, die es auch noch in Rot gibt, schmecken. Also sowas, was man eher aus der Kindheit eigentlich kennt, dieses Getränk, also ich zumindest. Und da sind wir mal gespannt, wie dieser Tabak schmeckt. Und da würde ich sagen, ohne große Umschweife legen wir los. Ja, der Blu-ray aus dem Hause Ottermann ist zurzeit auf vielen sozialen Netzwerken sehr, sehr gehypt, da muss ich sagen. Also egal, ob man in die Facebook-Gruppen reinschaut oder auf Instagram, ist überall Blu-ray da. Wie findet ihr den? Wie schmeckt der? Was ist das? Wie auch immer. Deswegen haben wir uns gedacht, perfekte Situation, perfekte Bedingungen, dass wir das Ganze mal unter die Lupe nehmen und den Tabak für euch testen. Wie gesagt, Powerade, denkt mal, das kennt jeder, sind die Flaschen. Ich blende mal ein Foto ein. Hat man früher, denke ich, hat es jeder getrunken. Also es war so ein mit den Stöpsel, wo du rausziehen Ja. musstest und dann konntest du das Ganze schön trinken. Ist halt pure Chemie, ne? Also kann man nichts weiter dazu sagen. Schmeckt auf jeden Fall geil. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie der Tabak so ist. Ja, schon mal kurz vorab, zeigen wir euch mal ganz kurz so, das Döschen ist schön gestaltet eigentlich, das Ganze. Eine schwarze Dose. Man hat oben drin auch wieder diese Folie oben dran, die jetzt hier im Deckel ist. Und was auch ganz, ganz cool bei der Dose ist, unten dran ist ein Aufkleber, den habe ich gerade entdeckt. Da steht drauf: Ich bin nicht blau, mit kann man nicht trinken, aber ich war im Kühlschrank. Also eigentlich auch ein cooler Spruch, der da so schön unten dran versteckt ist. Und ja, machen wir mit dem Geruch weiter. Oder ja, machen wir mit dem Geruch weiter. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich könnte jetzt sagen, er riecht blau. Das klingt irgendwie komisch. Er riecht sehr chemisch. Einfach nur chemisch. Es ist schwer, da was rauszuriechen. Also, ich kann keine Frucht oder kein irgendwas raus. Wir haben übrigens mal geschaut, was dieses Getränk eigentlich sein soll. Und es steht auf Amazon zumindest mal Fruchtmix dort. Also, was genau für Früchte? Ich Keine kann so, Ahnung. ich weiß noch, wie es schmeckt, aber ich kann jetzt nicht definieren, nach was es schmeckt. Also es ist. Also man könnte denken, wenn es blau ist, vielleicht nach blauen Früchten, dass irgendwie sowas mit drin ist. Ich habe auch irgendwo gelesen bei einer Rezession, dass da mit Traubenzucker und so, also, aber ob es jetzt Blaubeer ist, ich weiß es nicht. Es ist sehr, sehr schwierig. Ja, also geruchlich kann ich mich Tobi nur anschließen. Wie gesagt, es riecht chemisch. Geruch kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor und ich finde auch, es ist eine leichte Kaugumminote noch mit dabei. So eine ganz, ganz, also jetzt nicht so Spearmint-mäßig, sondern diese, was ist denn das? Juicy Fruit, glaube ich, heißen die gelben. So ein bisschen riecht das. Ja, sehr, sehr schwierig zu beschreiben. Riecht aber ansprechend, finde ich. Zum Schnitt noch ganz kurz, beziehungsweise zum Kopfbaum. Wir haben den jetzt nicht abgefilmt, aber auf dem Thumbnail seht ihr das. Wir haben das Ganze im Hukain-Lit-Lip gebaut. Ziemlich bündig, glaube ich, leichter Nobbenkontakt ist vorhanden mit dem Calodlotus Nieris. Drei Kokosolkohlen und der Ian Edition 3. 4, Ian Edition 4, sorry, in der Frozen Blue Bowl. Wir bauen das Ganze, rauchen das Ganze jetzt schon seit, ja, 20 Minuten. Wir haben vorhin aber wohl schon mal einen Kopf geraucht. Also das ist jetzt sogar der zweite, wo wir nacheinander rauchen. Das heißt schon mal ein bisschen was. Geruchlich, wie gesagt, sehr, sehr geil. Schnitt auch in Ordnung. Molasse ticken zu viel meiner Meinung nach drin, aber das stört nicht. Einfach ein bisschen umrühren, dann vermischen und dann läuft der Hase. Und ja, rauchtechnisch seht ihr das Ganze. Also rauchen tut das Ganze wirklich sehr, sehr gut. Es sind sehr, sehr dichte Wolken, muss ich sagen. Da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Und dann würde ich sagen, Tobi, fängst du gleich mal an. Wie findest du denn jetzt? Ist es das Powerade oder ist es kein Powerade? Es ist, also ist wie im Geruch. Ich weiß nicht, auf was ich mich festlegen soll. Ich habe das Getränk, muss ich zugeben, schon sehr, sehr lange nicht mehr getrunken, aber ich habe den Geschmack irgendwo noch so im Ja, genau, Hinterkopf. ich auch. Das erinnert mich schon sehr dran. Also, ich kann es aber nicht sagen. Ich meine, Getränke und Shisha-Tabak ist natürlich immer mal ein bisschen Unterschied, weil es einfach nicht so extrem intensiv ist und man hat es nicht im Mund, den Geschmack. Also im Geschmack schon, aber man hat nicht die Flüssigkeit dazu im Mund. Und deswegen, wenn ich jetzt mal so nach Früchten, wenn ich jetzt das Fruchtmix als Anhaltspunkt nehme, bin ich der Meinung, dass ein klitzekleines bisschen vielleicht Traubenzucker, vielleicht Traube, aber auch ein bisschen Blaubeer mit drin ist. Aber es ist auch noch so eine spritzige Note dabei.
hat der Juli vorhin auch schon zu mir gesagt, wegen so zitronig. Also es könnte definitiv sein. Im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, es erinnert ein bisschen an Kaugummi, ja. Und es ist ein, ich sag mal, vollmundiger Geschmack von chemischen Sachen, das nicht mehr besser geht. Ja. Und dieser Tabak soll chemisch schmecken, also dieses Getränk ist im Prinzip chemisch. Deswegen ist es ein gutes chemisch an der Stelle. Also ich könnte den Tabak wirklich regelmäßig rauchen. Also mir schmeckt er. Ja, ich wollte es gerade sagen, also es ist apropos kein Eis oder Menthol oder irgendwas drin. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Also ich habe keine Frische im Tabak jetzt direkt mit vorhanden. Und ich finde auch, der Tabak schmeckt einzigartig. Also ich hatte jetzt noch, ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal einen Tabak hatte, der so geschmeckt hat. Also es schmeckt wirklich sehr, sehr lecker, chemisch, aber auch fruchtig, muss ich sagen. Ist perfekt für den Sommer, jetzt für die wärmeren Tage, finde ich. Da kann man den sehr, sehr gut rauchen. Ist auch sehr, sehr hitzeverträglich. Also wir rauchen das Ganze durchgehend mit 3 Kohlen. Der muckt da auf jeden Fall überhaupt nicht rum. Schmeckt sehr, sehr lecker und Powerade jetzt in dem Sinne, ich weiß nicht, ob es 1:1 getroffen wurde, aber es kommt auf jeden Fall in die Richtung hin und es schmeckt sehr, sehr lecker. Also es wurde uns auch gesagt, dass der Tabak idiotensicher zum Bauen ist. Also sprich, was man für einen Kopf nimmt, ist eigentlich egal. Ja. Das ist, könnt ihr quasi euer Lieblingssetup probieren. Demnach, wir haben es ausprobiert. Hitzeverträglichkeit top. Ne? Ja. Grüße an der Stelle an den Mette von Ottermann, mit dem haben wir jetzt ein bisschen Kontakt. Wirklich ein sehr, sehr cooler Typ. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, der hat viele, viele verschiedene Sorten im Angebot bei sich. Nicht nur den Blu-ray jetzt hier, ist ein sehr, sehr cooler Typ. Auf jeden Fall Grüße gehen raus und ja, wie gesagt, Tabak ist sehr, sehr geil. Und jetzt würde ich sagen, lesen wir euch noch ganz kurz die Smokebuster Ultras vor und dann wäre es das eigentlich schon wieder. Genau, Grüße gehen raus an den Lukas Heumann, an den It's Toxic, an den Busty Wild Forest, an den This is Pancake LB, It's Freeze, CNDR Shadowblade, Timo Kautz, Niki Flowbots, Mark Hassmeier, Fabian Schütz, Shisha Tobi, Philipp Della Rovere, JD Banana King und an den Fabrice. Vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Auch an alle anderen Mitglieder. Wirklich sehr, sehr vielen Dank für eure Unterstützung. Das bedeutet uns wirklich sehr, sehr viel. Und ja, dann hoffen wir, wir konnten euch den Blu-ray von Ottermann ein bisschen vorstellen. Probiert das Ganze auf jeden Fall mal, wie gesagt, aus. Und dann würde ich sagen, Shisha ist kein Hobby, Shisha ist Leidenschaft. Macht's gut, haut rein. Und Servus!